Der Film spielt im Jahr 1856. Eine Gruppe von Bergleuten arbeitet hart unter Tage auf der Suche nach Mineralien. Ein besonderer Vogel begleitet sie ständig und signalisiert ein Gasleck. Nach einigen Minuten stellen sie fest, dass der Vogel tot ist und signalisieren den Bergleuten sofort, zurückzukehren. Ein erfahrener Bergmann taucht unter ihnen auf und beginnt, mit einer Kerze nach Gas zu suchen. Plötzlich bemerkt er ein unbekanntes Wesen und rennt vor Angst davon, woraufhin es zu einer Explosion kommt. Die Geschichte spielt 100 Jahre weiter und wir befinden uns im Land Marokko. Amir, ein Einheimischer, eilt zusammen mit seinem Freund in die Stadt, um einen Job als Bergarbeiter zu bekommen. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage im Land sind sie bereit, jede Arbeit anzunehmen, um ihre Familien zu ernähren. Alle Bewerber stellen sich in einer Reihe auf und der Anwerber prüft ihre körperliche Verfassung und beginnt, diejenigen, die für die Arbeit geeignet sind, mit einem grünen Marker zu kennzeichnen und diejenigen, die nicht geeignet sind, mit einem roten Marker. Der Anwerber sieht Amir husten und gibt ihm eine rote Markierung, aber der junge Mann will die Stelle unbedingt haben. Also schnappt er sich die Markierung und gibt sich selbst mehrere Male grüne Markierungen. Der Anwerber ist von seinem Charakter überzeugt und willigt ein, ihn einzustellen. In der Zwischenzeit trifft der Wissenschaftler Bertier in der Mine ein und macht sich auf die Suche nach einem Manager. Es stellt sich heraus, dass der Professor gekommen ist, um die Tiefe von 1000 Metern zu untersuchen. Der Betriebsleiter teilt ihm mit, dass er noch einige Wochen warten muss, da die Bergleute sich noch nicht bis dorthin gegraben haben. Der Professor will jedoch nicht lange warten und bietet dem Manager eine Bestechung an, um den Prozess zu beschleunigen. Plötzlich ertönt ein Alarm und alle rennen los, um zu sehen, in welchem Zustand der verletzte Bergmann ist. Der verwundete Bergmann wird von Brigadier Roland gerettet. Sein Mut beeindruckt den Professor und er bittet den Betriebsleiter, die Leitung der Expedition diesem Brigadier anzuvertrauen. Der Vorarbeiter lädt Roland in sein Büro ein, erklärt ihm alles und gibt ihm Geld in einem Umschlag. Der Brigadier erklärt sich, wenn auch widerstrebend, bereit, die Expedition zu leiten. Amir kommt zu seinem ersten Arbeitstag und schließt sich Rolands Brigade an. Er erklärt Amir die Sicherheitsvorschriften, woraufhin er eine spezielle Uniform anzieht. So macht sich Amir allmählich mit seinen Hauptaufgaben vertraut. Als sie an ihrem Zielort ankommen, beginnen sie mit dem Bohren von Löchern in der Wand und transportieren die abgebauten Materialien auf einem Wagen. Amir ist überrascht, ein weißes Pferd zu sehen. Als es Zeit zum Mittagessen ist, stellt er fest, dass sein Mittagessen von einer Maus aufgefressen wurde. Da kommt der Vorarbeiter auf ihn zu und sagt ihm, dass er sich keine Sorgen machen müsse, im Gegenteil, man solle sich mit den Mäusen gut stellen, weil die Maus sie vor Gefahren warne. Er bietet der Maus ein Stück Käse an und gibt Amir einen Apfel zum Naschen. So endet der erste Arbeitstag und Amir ist sehr müde. Am nächsten Tag stößt ein Professor zu ihrem Team. Am Ziel angekommen, bringen die Bergleute Sprengstoff an, um in die gewünschte Tiefe abzusteigen. Während des Abstiegs erzählt Roland die Geschichte, wie vor 100 Jahren eine ganze Mannschaft an diesem Ort ums Leben kam. Damals brach unter Tage ein Feuer aus und keiner von der Mannschaft konnte sich retten. Nach diesem Vorfall stieg niemand mehr in diese Tiefe hinab und die Leichen der toten Bergleute wurden nie gefunden. Trotz der Warnung des Vorarbeiters trennt sich der Professor von der Gruppe, um die benötigten Materialien zu suchen. Als Roland bemerkt, dass der Professor verschwunden ist, beauftragt er die Bergleute mit der Suche nach ihm und sie teilen sich in zwei Gruppen auf. Die von Amir und Luis angeführte Gruppe findet bei ihrer Suche die Leiche eines toten Bergmanns. Nachdem sie die Knochen untersucht haben, finden sie einen ungewöhnlich geformten Stein in seiner Hand. Und an der Wand lesen sie ein mit Blut geschriebenes Wort, das besagt, dass es hier ein Monster gibt, aber sie schenken ihm keine große Beachtung. Und der Professor wird von Roland selbst gefunden. Er sagt dem Professor, dass er hier der Herr ist und er seinen Befehlen gehorchen muss. Der Professor sieht eine Inschrift in einer alten Sprache auf einem Stein und sagt, dass das, was er sucht, hinter diesen Mauern liegt und bittet Roland, die Mauer zu durchbrechen. Roland bringt Dynamit in der Mauer an. Sie stoßen auf einen alten Korridor mit Steinsäulen und setzen ihren Weg fort, wobei sie auf viele Knochen stoßen. Sie finden auch uralte Schwerter und Waffen, die schon seit Tausenden von Jahren hier liegen, so dass die Schwerter zerbrechen, sobald man sie in die Hand nimmt. Der Professor erklärt, dass sich hier das Grab einer wichtigen Person der damaligen Zeit befinden könnte. Er bittet ihn, ein Pferd mitzubringen, um seine Forschungen fortzusetzen, aber das Pferd läuft aus irgendeinem Grund weg. Plötzlich entstehen Risse in den Wänden und Santini findet sich unter den Trümmern wieder. Rolands Geduld geht zu Ende und er beginnt, dem Professor die Schuld für seine Misserfolge zu geben.
Seine Kameraden überreden ihn, sich zu beruhigen und schicken Amir, die anderen Arbeiter zu rufen. Amir bemerkt, dass sie versuchen, das Grab zu öffnen, schließt sich ihnen an und legt den Stein, den er zuvor gefunden hatte, in das Loch im Grab. Zu ihrer Freude öffnet sich das Grab und sie finden viele wertvolle Steine. Luis und Paul beeilen sich sofort, die Edelsteine in ihre Taschen zu stecken, bevor die anderen eintreffen. Danach warnt er Amir, niemandem davon zu erzählen, sonst werde er ihn umbringen. Sie hätten nicht gedacht, dass sie während ihres Arbeitstages auf einen solchen Schatz stoßen würden, also beschließen sie, eine Pause einzulegen. Als sie sehen, dass Luis rauchen will, hält Paul ihn auf und sagt, dass es hier Gas geben könnte. Sie beschließen, zu ihren Kumpels zurückzugehen. Plötzlich tauchen hinter Pauls Rücken Daumen auf, die ihn packen, und die Bergleute eilen sofort herbei, um ihn zu retten. Doch es war zu spät. Ein unbekanntes Wesen hat ihm den Kopf abgerissen und ihn in die Ecke gehängt. Das verärgert Roland noch mehr, der sich sicher ist, dass der Professor ihnen etwas verheimlicht. Bertier erklärt, dass dieser Ort der Sitz einer alten, der Menschheit noch unbekannten Kultur war. Amir warnt sie, dass eine weitere Reise gleichbedeutend mit dem Tod ist. In der Zwischenzeit hört Santini, der allein zurückgeblieben ist, eine unbekannte Stimme und leuchtet den Korridor mit einem Bild des Professors aus. Plötzlich taucht ein Monster vor ihm auf und zerrt ihn fort. In diesem Moment erscheinen die Bergleute im Korridor und sind sehr schockiert, als sie Santini in den Händen des Monsters sehen. Sofort stürzen sie sich auf ihn, um ihre Kameraden zu retten, aber das Monster entkommt und durchbohrt seinen Körper mit seinen langen Fingern. Es gelingt ihnen nicht, Santini zu retten, und sie verlieren ihren zweiten Kameraden. Die Bergleute beschließen, das Ungeheuer mit Dynamit zu beseitigen. Und der Professor will die Lösung des Rätsels finden, indem er die alten Inschriften an der Wand liest. Da Amir ein Ortsansässiger ist, kennt er diese Legende und errät, nachdem er die Inschriften an der Wand gelesen hat, wie man aus diesem Labyrinth herauskommt. Als sie ihren Weg fortsetzen, stoßen sie auf ein Gefängnis voller Menschenknochen. Als sie plötzlich eine blutige Spur bemerken, setzen sie ihren Weg fort und entdecken, dass ihr entkommenes Pferd ebenfalls dem Ungeheuer zum Opfer gefallen ist. Bertier will seine Forschungen fortsetzen und distanziert sich von der Gruppe. Während Roland versucht, den Stein zu bewegen, beginnt Bertier, die Inschriften zu studieren. Plötzlich taucht ein Monster vor ihm auf. Doch anstatt wegzulaufen, zollt der Professor ihm Respekt und umarmt es. Das Monster braucht keinen menschlichen Respekt, es bricht ihm mit seinem festen Griff die Rippen. Amir rollt den Stein im letzten Moment zurück und schafft es, den Korridor mit dem Tagebuch des Professors zu verlassen. Er erleidet einen Nervenzusammenbruch und erzählt allen, dass Luis die Juwelen aus der Gruft genommen hat, was der Grund für die Wut des Monsters gewesen sein könnte. Roland nimmt die Juwelen an sich und sagt, dass er sie, falls er überlebt, den Familien seiner toten Kameraden schenken wird. Sie beginnen, mit Hilfe von Bertiers Tagebuch nach einem Ausweg zu suchen. Plötzlich hören sie das Geräusch eines Monsters, das sich nähert, und schalten das Licht aus, um sich zu verstecken. Doch es ist zu spät. Das Monster tötet Luis mit einem Schlag. Roland und Amir gelingt die Flucht. Mit Hilfe der Schrift an der Wand finden sie die Stelle, an der die Bergleute vor 100 Jahren festsaßen. Plötzlich taucht ein Monster auf und schleppt Amir fort. Roland findet die Mine mit einem riesigen Knochenhaufen darunter und klettert daran hoch zum Ausgang. Amir wacht in einer seltsamen Halle auf und sieht das Monster wie einen König auf einem Thron sitzen. Das Monster benutzt Luis' Kopf, um ihm zu sagen, dass es seine Hilfe braucht. Wenn Amir ihm hilft, herauszukommen, wird er ihm im Gegenzug eine ungeheure Macht geben, von der die Menschheit nicht einmal zu träumen wagt. Amir tut so, als würde er auf das Angebot eingehen. Dann, als sich die Gelegenheit bietet, sticht er ein verstecktes Messer in den Körper des Monsters. Er erreicht die Stelle, an der Roland geklettert war, und beginnt, hinaufzuklettern. An diesem Punkt streckt Roland seine Hand aus. Aber das Ungeheuer lässt sie nicht so einfach gehen. Sie erkennen, dass sie es nicht rechtzeitig nach oben schaffen werden und beschließen, den Gang zu sprengen, aber Roland hat den Dynamitschlüssel unten gelassen. Amir klettert hinunter und erkennt, dass er keine andere Wahl hat. Er versucht, den Sprengstoff zu aktivieren, da er merkt, dass er sich nicht mehr in Sicherheit bringen kann. Roland sieht, dass ihm die Zeit davonläuft und hilft ihm, den Zünder zu aktivieren. Als das Monster auf sie zukommt, gelingt es ihnen, den Zünder zu aktivieren. Es kommt zu einer Explosion und damit ist der Film zu Ende. Wenn ihr mehr Videos wie dieses sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ihm ein Like zu geben. Bis bald!